Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf BeamRap. Ja, im BeamRap-Krimi. So, wir müssen mal ein bisschen Gras mähen. Das nützt nichts mit unserer Hyundai-Mähwerke. Nein, Kubota. Auf Hyundai getrimmt, ne? Passt gut zueinander. So, Feuer Salamander, das ist doch hier unsere Ecke, ne? So, kloppt ich mir ihm aus. Hoffentlich geht das jetzt. Oh, Premium, Premium. Dann bauen wir ihm ein Bild. So, rundum. Machen wir Schwartablage, ne? Jetzt mal richtig hinsitzen, ne? Schön. Ein bisschen aufpassen hier, wegen der Bäume, ne? Oder nein, das ist aber eine Riesenwiese, was? Den Rest machen wir dann heu. Wahrscheinlich brauchen wir nur einmal rundum mähen. Also für Silage. So, gleich mal gucken, wie viel das gibt. Und wir wollen ja nicht alles unnötig verschenken, ne? Ist schon cool gemacht hier, ey. Ganz ehrlich. Cool, ne? Wer es nicht gesehen hat, letzte Folge, CP tankt selber ab, ne? Ich wusste das nicht, für mich ist das ein Highlight. Bin ja ganz ehrlich, finde ich richtig cool. Also echt, die Jungs von CP, zieh mal einen Hut davor. Was die alle so hinkriegen, hammerhart. Das ist ja Premium Schickifini, muss man ja schon zu sagen, ne? Ich glaube, da mähen wir nur einmal rundum. Den Rest machen wir heu. Dann schnappen wir uns eben gleich einen Ladewagen und gucken nach, wie viel das ist. Aber wir müssen auch nur Stroh fahren, ne? Dann guck mal, wie viel das ist. Und wir brauchen ja doch ein bisschen mehr Heu, ne? Weil der Ertrag wahrscheinlich nicht so in dem Sinne sein wird. Echtes Premium hier. Tja, wie groß ist denn die Wiese? Ja, da fahren wir nur einmal rundum. Mit Schwartablage. Machen wir nämlich erstmal Heu. Weil Silage können wir ja immer noch kriegen. Wir haben ja die beiden Wiesen gesät, ne? Die müssen wir nur mal walzen. Den Rest machen wir Heu. Ah, das ist ja eine Mammutwiese. Du brauchst ja eine Folge nur rundum mähen. Jetzt weiß ich ja, warum die nicht düngbar sind, ne? Alter, nein. In den äußersten Zipfel brauchen wir, glaube ich, gar nicht reinfahren, ne? Können wir gar nicht drehen. Oh, hier ist auch eine Feldausfahrt. Cool.
Schon cool hier. Ich bin echt imprägniert, ne? Normal kannst du ja so tun, als würde sie Gülle drauf fahren, ne? Da haben wir ja auch noch eine Wiese, müssen wir auch noch abbölzen. Ich bin schwer beeindruckt. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, Radio. Cool. Ein bisschen weit oben, ne? Oh, hier sind ein paar Hoppels in der Wiese. Hat schon warm, ne? So, den stellen wir eben kurz beiseite. Da müssen wir doch mal eben Kuckerchen machen, ne? Er macht seinen Job. Fahren wir später ab. Dich brauchen wir eben. Abfahrt! Oh, Kalle, ne? Kannst du nicht mal beiseite gehen? In den Ladewagen hintergeschmissen? Ich glaube, das war gar nicht so eine gute Idee, so einen kleinen zu kaufen, ne? Oh, Maschinen müssen wir auch mal wegräumen, ne? Aber wir haben noch nicht alle. Das macht Laune. Den alten Bock eben, der Zeug da von der Wiese runterholen. Ja, das ist auch so schön hier, da guck mal. Also ich glaube, dieser Modder, Kalle, Yogi, stellt euch das mal vor. Hier mit diesem Unkraut und Blümkes und wie die... I don't know, ey. Kennt jemand den Modder von dieser Map? Sagt ihm mal Danke und fetten Respekt. Das hat er echt gut gemacht. So, ich muss mal eben was gucken. Halten wir ihm an. Oh, oh. Muss man den auch runter machen? Ne, der geht nicht, ne? Der hat eine starre Deichsel, kann das sein? Muss wohl. Hoffentlich nimmt er dann auch alles mit. Oh. Er muss sich ein wenig quälen, wa? Alter, nein, da kommt aber auch ein ordentlichen Schwung zusammen, du! Da hätte ich ja jetzt nicht mit gerechnet. Mach mich nicht schwach hier. Du schaffst es.
Ohne auf Drehzahl bleiben, mein kleiner Freund, und Kupferstecher, dann geht das alle. Vorne ist schon klein gegangen, aber ich schätze mir, hier geht es auch ordentlich hoch, ne? Oh, leck mich fett. Hat schon gemacht hier, ne? Ehrlich. Ja, ich weiß. Wie schön so ein Ladewagen vorne, ne? Ganz schön gucken, hier wegen Pickup und so. Ja, ab vor. Die erste Wogen Gras kommen, den Fermenter, ne? Damit wir Silage kriegen. Aber weit sind wir nicht gekommen, du. Das war auch nicht weit. Da kommt nix. Da kommt auch nix. Perfekt. Ein theoretisch könnten wir Schafe kaufen, ne? Ja. Läuft der Laden. Oh, der Hund, ne? Irgendwann habe ich den noch unter den Schlepper. Das eben aktivieren. Toll, welcher ist... Ah, den hier müssen wir nehmen. Aktivieren. Ab vorne. Dann läuft schon mal. Premium. Richtig gut. Mehrwerke sehen gut aus an einem John Deere, ne? Das Kubota-Pack ist schon eine feine Sache, ey, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir. Das gefällt mir.
Vielleicht mähen wir nochmal einmal rundum und machen da Silageballen dann vorne. Dann haben wir schon was für die BGA, ne? Was fermentieren kann. Wenn, würde auch ein Plan. Den Rest machen wir heu. Aber wir haben auch noch die andere Wiese, ne? Aber ja, gucken wir mal. Ich muss erstmal gucken, wie viel das überhaupt gibt, ne? Kannst ja auch so nicht sorgen. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.